Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Die Europäische Union, Risiko oder Chance? Manche würden auch sagen, jetzt geht es um die Wurst. Manche gehen sogar so weit und sagen, kann die EU angesichts dieser Krise überhaupt noch überleben? Und diese Frage wollen wir heute mit Ihnen zusammen diskutieren. Und dazu darf ich sehr herzlich unseren Freund und Senior Fellow des ESMA-Institutes Elmar Brok begrüßen. Elmar Brok ist vielen von Ihnen persönlich bekannt. Er gilt als politisches Schwergewicht, als Europäer der ersten Stunde, langjähriges Mitglied des Europäischen Parlaments. Seine Biografie liest sich wie die europäische Geschichte. Er war Mitglied des verfassungsgebenden Konvents, langjähriger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Er war europapolitischer Berater von Helmut Kohl und Angela Merkel. Und in dieser Rolle haben wir ihn heute eingeladen, weil ich glaube, es gibt keinen Besseren, der uns darüber Auskunft geben kann, wie sozusagen der Puls und der Fieberzustand der Europäischen Union ist. Lieber Elmar, herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist. Rüdiger, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier ein paar Gedanken auszutauschen. Was erwartest du heute vom Gipfel? Was sind deine Sorgen? Was können wir heute erwarten? Ich hoffe, dass dieser Gipfel richtige Perspektiven gibt. Man muss allerdings festhalten, dass ja schon einiges geschehen ist. Das, was in der Eurogruppe beschlossen worden ist, mit insgesamt gut 500 Milliarden Euro, mit den 750 Milliarden Aufkauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank, ist ja viel europäische Solidarität schon in Gang gekommen. Mit dem Kurzarbeitergeld der EIB-Fragen und die auch mit dem EMS zu tun haben. Aber dies wird auf Dauer nicht ausreichen, denn wenn die Bundeskanzlerin recht hat, und sie hatte in dieser Frage recht, dass das die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ist, dann müssen wir auch wieder über den Wiederaufbau reden. Und hier muss man, glaube ich, begreifen, auch in Deutschland begreifen, es gibt keine nationalen Bekämpfung des Virus und es gibt keinen nationalen Wiederaufstieg. Das machen wir gemeinsam oder es klappt nicht. Deutschlands Wirtschaft beispielsweise kann nicht ohne gesunde Wirtschaft unserer Mitglieder im Binnenmarkt funktionieren. Und deswegen ist das auch eine Frage, wo man nicht jemandem hilft, der Schuld hat. Niemand hat hier mehr Schuld als der andere. Dies ist eine systemische Krise, die in allen gleicher Weise betroffen hat. Und deswegen muss man hier, glaube ich, gemeinsam aus der Situation heraus. Hier haben wir, glaube ich, einen Punkt, den die nationalen Regierungen, egal welcher Art, verschuldet haben. Wenn man jahrelang der eigenen Bevölkerung erklärt und jetzt auch in der Krise noch, wir bezahlen alles, das sind die Nördlichen oder andere erzählen, Europa hat nie Solidarität geleistet, dann ist das beides falsch. Denn was gemacht worden ist schon solidarisch, es fragt sich, ob es reicht. Und in den Ländern, die meinen, sie müssten alles bezahlen, muss auch klar sehen, Deutschland zahlt nur 51% des EU-Haushaltes, 29%, was in der Eurogruppe passiert. Und die Griechen und die Italiener und die Franzosen sind genauso dabei, entsprechend ihres Anteils am Bruttoinlandsprodukt. Das weiß in Deutschland niemand. Und ich glaube, dass das deswegen zu Missverständnissen führt, dass hier ein gemeinsames Interesse besteht. Und wir müssen weiterhin sehen, dass beispielsweise Italien und Frankreich Nettozahler sind. Wenn ich dies hier rede. Stichwort Italien. Lass uns einen Moment dabei bleiben, die es hier mit am härtesten getroffen hat. Dies ist ja einerseits die Stunde der Exekutive. Wir erleben das mit unserer Regierung hier in Deutschland. Andere erleben es anders in ihren Ländern. Das wäre also die Stunde auch der Kommission und Frau von der Leyen gewesen. Hat sie es an Solidarität fehlen lassen, auch an Empathie, zum Beispiel gegenüber den Italienern, die ja jetzt offensichtlich nicht nur über die EU, sondern auch über Deutschland sehr verärgert sind? Ja, das mit der Empathie, ich glaube, viele haben das falsch eingeschätzt und jeder ist in seinem Naturell anders, Empathie zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich das vielleicht als vage Kritik hier zum Ausdruck bringen darf. Aber wäre gut gewesen, wenn einer von den führenden europäischen Leuten oder von nationalen Regierungen mal einmal unter allen Sicherheitsmaßnahmen nach Bergamo gegangen wäre. Und das wären so Zeichen gewesen. Wir müssen sehen, und da weist du auf einen richtigen Punkt hin. Es geht hier nicht nur um die Finanzen,
nicht nur um das, was man auf Ratschlotter-Virologen machen soll. Hier geht es um Menschenleben. Das ist was anderes als vor 10 Jahren in der Wirtschaftskrise, Finanzkrise. Der Finanzkrise, dann geht es um Arbeitsplätze und Pleiten. Hier geht es um Menschenleben, Ängste von Menschen. Das ist sehr tiefgehend. Und hier ein Stückchen Empathie zum Ausdruck zu bringen, das zu verstehen, dass man, wenn man die Seelen in Europa verliert, dann wird man auch Europa verlieren, weil dann die klügsten Argumente noch kommen könnten. Es nutzt nichts, um dann den Laden zusammenzuhalten. Und hier ist, glaube ich, ein bisschen nachzuliefern von beiden Seiten. Auch indem man anerkennt, dass was gemacht wird und auf der anderen Seite sieht, dass man mehr, sehr viel mehr machen muss. Und da ist, glaube ich, da hat das bisher nicht funktioniert. Es wird ja heute auch um viel Geld gehen und genau um diese Solidarität, die sich jetzt auch in der Wiederaufbauhilfe ausdrücken soll und ausdrücken muss. Und dabei wird immer wieder Kritik, manchmal mehr offen, manchmal mehr verdeckt, an Deutschland geübt, die sich gegen die sogenannten Eurobonds sträuben, weil sie befürchten sozusagen eine Vergemeinschaftung der Schuldenlast der anderen. Ist das vom Tisch? Gibt es andere Fazilitäten, die jetzt greifen können? Und können wir hoffen, dass man nicht mehr weiter mit Fingern auf uns zeigt und sagt, ihr seid hier die Blockierer? Also die klassischen Eurobonds will ja auch keiner. Es wird nur in Deutschland manchmal diskutiert, dass die anderen das wollen. Die gehen auch nicht so. Nach Artikel 125 des Vertrages ist das nicht möglich. Es geht auch nicht um die Verschuldung von um die Vergemeinschaftung von Altschulden. Es geht hier um eine Sondermaßnahme in einem besonderen Fall, das nach dem Vertrag möglich ist. Das kann man begrenzt machen, unter bestimmten Bedingungen machen und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass man neben den Maßnahmen, die man jetzt klugerweise schon gemacht hat und das, was man über Hebelung des EU-Haushaltes machen will, in die notwendigen Höhen, Größenordnung kommt, um einen solchen Wiederaufbauplan bei einer runtergefahrenen Wirtschaft insgesamt zu machen, wo, wie ich ja vorhin gesagt habe, es ein gemeinsames Interesse gibt, dass es überall entsprechend die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann. Wir haben aber auch ein anderes Problem noch. Italien muss beispielsweise in diesem Jahr 300 Milliarden Euro Altschulden refinanzieren. Dieses wollen die Italiener nicht von den Europäern bezahlt haben und auch nicht abgesichert haben. Sie möchten nur Rahmenbedingungen an den Märkten haben, dass die Zinsen für ihre Staatsanleihen nicht so hoch geht, dass es nicht mehr finanzierbar ist. Das heißt, das Spread soll nicht so groß werden. Und dafür brauchen sie Symbole, die über reine Haushaltsmittel hinausgehen. Sie können es auch nicht gebrauchen. Deswegen haben die Italiener auch bisher gesagt, sie wollen die ESM-Gelder nicht haben. Denn die ESM-Gelder wird ihren Staatsschulden erhöhen, weil es klassische Staatsschuldenerhöhung des Nationalstaates ist, der das greift. Und dadurch wird die Refinanzierung ihrer Altschulden, die sie ja nicht mit europäischer Hilfe refinanzieren wollen, wiederum noch schwieriger und das wird noch teurer. Und dieser Zusammenhang muss, glaube ich, sehr viel deutlicher werden, dass es nicht darum geht, diese Probleme alle mit deutschem Geld zu lösen, was ohnehin Unsinn ist, sondern dass es versucht wird, dass man den Ländern hilft, dass sie es selbst hinkriegen. Von Italien zu einem anderen Südstaat, mit dem wir offensichtlich nicht im besten Einvernehmen immer leben, zu Frankreich. Früher hieß es immer, wenn die beiden zusammenarbeiten, dann läuft der Motor Europas rund. Der Motor stottert nun seit einiger Zeit, Stichwort Macron, seine Rede an der Sorbonne und unsere, sagen wir mal, lange ausgebliebene Antwort. Kann man jetzt erwarten in dieser Stunde, und du kennst Macron auch persönlich und kannst ihn einschätzen, dass jetzt vielleicht Merkel auf ihn, er auf sie zugeht und die beiden wieder anfangen, gemeinsam zu führen? Denn jetzt ist Führung erforderlich in Europa. Das ist richtig und ich glaube, dass Sie das auch wissen. Und Präsident Macron ist auch, trotz mancher emotionaler Reden, die er halten kann, ein sehr rationaler Mann, sodass ich glaube, dass auch in Vorbereitung dieses Gipfels man miteinander gesprochen hat und vielleicht hier Möglichkeiten sieht, dass man einen Kompromiss findet, der es ermöglicht, etwas weitergehend in Details zu arbeiten, dass wir bis Ende Mai einen solchen European Recovery Program Fund stehen haben, der eben mehr Flexibilität beinhaltet. Es geht ja nicht darum, nur Corona-Bonds zu machen oder so, sondern man eine Mischung von Dingen macht, die auch diesen symbolhaften Charakter über die Geldmengen hinaus haben, damit beispielsweise das, was ich mit Italien, den Altschulden angesprochen habe, gelöst werden kann.
Wir stellen ja im Moment in der Corona-Krise fest, dass viele nach mehr Staat rufen, nach mehr Einmischung und Ordnung sozusagen von oben. Übertragen auf Europa würde das bedeuten, birgt die Corona-Krise auch die Chance, dass jetzt Leute nach mehr Europa, mehr Kompetenzen auf verschiedenen Gebieten rufen und dass das zu einer Revitalisierung sozusagen der europäischen Idee führen könnte? Oder hältst du das für völlig übertrieben? Also in dem konkreten Fall muss man sagen, die Gesundheitspolitik ist national in Deutschland, wo sie ja, wie wir jetzt sehen, funktioniert, zum großen Teil kommunal und Landeszuständigkeit, ist keine Bundeszuständigkeit. Das ist besser als das zentralistische englische System, das man sehen muss und was man deutlich sieht. Deswegen Gesundheitspolitik insgesamt zu europäisieren, würde ich für Unsinn halten. Aber Vorbereitungsmaßnahmen im Falle von Pandemien. Ich habe vor 18 Jahren im Verfassungskonvent beantragt, dass im Falle des Auftretens einer Pandemie die Europäische Union besondere Notsituationen in der Abwehr bekommen sollte. Das haben die Staaten, die heute besonders sich darüber beklagen, dass Europa versagt, verhindert. Und ich glaube, hier muss man eine vernünftige Mischung hinbekommen, damit man in der Lage ist, so dies zu tun. Hier haben wir doch die Fragen, die zu tun haben mit Beschaffung von Schutzkleidung. Das ist doch so gewesen, dass im Dezember die Kommission angeboten hat, aber die Mitgliedsländer erst Ende Februar, Anfang März darauf zurückgekommen ist. Das wird man doch noch zu diskutieren haben. Das ist die Frage, wie machen wir Sicherheit bei Medikamenten? Wenn wir über 90% aller Antibiotikastoffe aus China kommen, ist das doch auch ein Problem? Ist das nicht Sicherheitspolitik, wo man hier gemeinsam Strategien haben muss, wo man gemeinsame Voraussetzungen haben muss? Was machen wir jetzt in Fragen von Genehmigung von Impfstoffen, von Lizenzierungen, von Fabrikation? Wie macht man vorsorglich Fabrikationsstellen, die man dann vielleicht gar nicht braucht, damit man in hohem Umfang produzieren kann? Das hätte ja keinen Zweck. Und die Bundeskanzlerin hat das richtigerweise heute angedeutet in der Rede. Kann man doch gar nicht national machen. Wir müssen doch das Problem weltweit lösen. Auch Richtung Afrika muss das Problem gelöst werden, damit es riesig schnell geht. Und ich glaube, hier braucht man eine sehr starke koordinierende Hand, damit wir nicht erst wieder bei der nächsten Krise wieder ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr die Maßnahmen machen, vorbereiten muss, die man eigentlich hätte vorbereiten können im Falle X. Bleiben wir mal bei der Krisenanfälligkeit der EU. Es ist ja nicht die einzige Krise. Der Brexit ist sozusagen immer noch ein dreuendes Unbekanntes, was auch in diesem Jahr entweder gelöst wird oder aber möglicherweise sogar zum harten Brexit führt. Dazu vielleicht auch noch mal gleich deine Einschätzung. Dann gibt es den Konflikt zwischen Ost und West. Dann gibt es die Frage der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn, die uns beschäftigt. Das sind alles Fragen, die im Grunde genommen einer Lösung harren oder wo wir keine Einheitlichkeit feststellen müssen. Was ist prioritär und wie kann man diese Prioritäten jetzt angehen? Michel hat dazu wohl offensichtlich einen Ratsvorschlag vorbereitet, der heute auch diskutiert wird. Kannst du daraus so ein paar Elemente zitieren und sagen, was deine Meinung dazu ist? Nun, ich glaube, es ist nicht insgesamt Ost-West, denn das ist gemischt entsprechend der Situation dieser Länder. Wir müssen sehen, dass die meisten mittel- und osteuropäischen Länder noch nicht Mitglied des Euros sind. Vieles, was wir hier diskutieren, sind Maßnahmen im Rahmen der Eurogruppe. Nicht, was macht man mit den anderen Ländern? Und natürlich gibt es einen Teil der Dinge, die etwa für kleine und mittlere Unternehmen gemacht hat, wo Ungarn ja einen richtigen Schluck aus der Flasche bekommen hat, im Gegensatz zu anderen Ländern, dass dieses auch für Mittel- und Osteuropa gilt. Jedenfalls muss eins klar sein, die Bewältigung dieser Krise kann nicht die Grenze haben, Eurogruppe oder Nicht-Eurogruppe. Okay. Alle sind gleichwertig. In dieser Frage müssen die das gleiche Maß an Unterstützung bekommen. Das halte ich für, glaube ich, ganz wichtig. Wir müssen sehen, dass beispielsweise die baltischen Staaten, die ja ökonomisch erfolgreich sind, im Euro sind, hier nicht so denken, wie das ein Teil der Visegrad-Staaten machen. Und man sollte nicht die ungarische und polnische Haltung zur allgemeinen Haltung Mittel- und Osteuropas machen. Hier sollte man sehr viel mehr differenzieren, aber man sollte auch kein Bashing machen. In Polen sieht man, wie die Menschen sich wehren gegen die Politik von Kaczynski. In Ungarn sind die großen Städte nicht mehr in der Hand der Partei von Viktor Orban. Das heißt, hier muss man auch, glaube ich, nicht gegen Länder vorgehen oder die Länder insgesamt beschimpfen,
sondern man kann sich kritisch mit einzelnen Politiken einzelner Regierungen auseinandersetzen. Das ist etwas ganz anderes. Und dann kann man auch die Seelen dieser Menschen gewinnen, dass man nicht gegen Ungarn, gegen Polen ist. Dieser Satz, die Ungarn, die Italiener, die Polen, ist immer falsch gewesen. Das wissen wir Deutschen am besten. Zum Brexit, du kennst Barnier, er hat jetzt gerade einen Vorschlag vorgelegt und versucht jetzt noch vor der Sommerpause sozusagen die Gespräche zu forcieren mit den Briten. Das ist sozusagen ein zweites Damoklesschwert, was über den Bestand der EU und der Frage, wie geht es weiter, hängt. Und auch die Finanzen natürlich betrifft, denn es geht um den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen. Deine Einschätzung dazu? Brexit, harter Ausstieg Großbritanniens und Chaos? Also erstens wird der Brexit nicht mehr eine Frage, die mit dem Zusammenhalt der Europäischen Union zu tun hat. Der Punkt ist abgehakt. Es ist die Frage, hat es ökonomisch drastische Folgen durch einen harten Brexit? Das wäre immer schlimmer für Großbritannien. Aber ich halte es für ausgeschlossen, was Boris Johnson jetzt noch will, dass nach all den Verzögerungen, die durch Coronavirus entstanden sind, dass man diese Verhandlungen bis Oktober für einen Handelsvertrag in Ordnung bringen kann. Das halte ich zeitlich für völlig unmöglich. Und deswegen muss man, glaube ich, jetzt vernünftig reden, dass die Frist Ende Juni genutzt werden kann, dass so wie im Ausschlussvertrag vorgesehen, die Übergangsfrist um 1 oder 2 Jahre verlängert werden können, damit man eine anständige Zeit hat. Denn wenn die ökonomischen Konsequenzen dieser Viruskrise und die ökonomischen Konsequenzen des Brexit zusammenkommen, wäre das ungefähr das Dümmste und Unverantwortlichste, was man machen könnte. Und ich hoffe, dass hier die Kommission, dass hier die britische Regierung doch im Laufe des Mai und Juni zur Besinnung kommt. Vielen Dank, das war unser erster Teil. Wir würden jetzt gerne ein paar Fragen einspielen, die Sie auch beantworten können, indem Sie anklicken. Und zwar geht es um die Priorisierung. Ich darf jetzt mal bitten, diese Fragen einzuspielen. Wir machen sozusagen in der laufenden Sendung eine kleine Umfrage. Worin sehen Sie die größte Gefahr für den zukünftigen Zusammenhalt innerhalb der EU? 4 Antwortmöglichkeiten. Zuspitzung der Unstimmigkeiten rund um die sogenannten Eurobonds. Ost-West-Konflikt aufgrund der Einschränkung der Medienrechte und Justizbehinderung in Ungarn und Polen, fortdauernder Dissens zwischen Deutschland und Frankreich, Negativauswirkungen nach einem harten Brexit. Ich darf Sie bitten, da jetzt einfach mal anzuklicken und wir werden das Ergebnis gleich bekannt geben. Aber jetzt darf ich Sie auch mit in die Diskussion mit einbeziehen. Wer möchte sich als Erster melden, die Hand heben? Ich sehe hier unten noch nichts. Im Chat und im Frage- und Antwortbereich haben wir 2 Fragen. Vielleicht Caroline Schmutte als Erste. Frau von der Leyen versucht am 4. Mai durch globale Geberkonferenz 8 Milliarden für Forschung und Entwicklung zu sammeln. Das ist ein mutiger und multilateraler Ansatz. Ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Solidarität, dieser Versuch der Globalisierung von Forschungs- und Entwicklungsbündelung von Finanzen? Elmar, ich weiß nicht, ob du die Frage jetzt von Frau Schmutte mitbekommen hast. Ja, habe ich gut mitbekommen. Super. Kannst du direkt darauf antworten, bitte? Ja, darauf kann ich eingehen. Wir müssen sehen, dass für die Forschungsfragen auch außerhalb Europas hier sehr viel mehr Geld zusammenkommen muss, um beispielsweise den Impfstoff zu finden, aber dann auch im Bereich der Umsetzung dieser Frage, etwa mit der Dritten Welt etwas zu tun. Wir müssen sehen, dass diese Fragen doch notwendig sind, dass nachdem der amerikanische Präsident beispielsweise die WHO-Finanzierung nicht mehr durchführt und dass er die Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds blockiert hat, dass wir für die internationale Solidarität hier sehr viel mehr sorgen müssen in dieser Frage. Diese Corona-Krise kann man nicht allein in Ungarn oder in Großbritannien oder in Frankreich oder in Deutschland lösen. Die lösen wir in Europa insgesamt und die lösen wir auch in der Welt. Und wenn die Pandemie richtig über Afrika kommt, dann werden die Flüchtlingszahlen zunehmen. Mit all den Verwerfungen, die unter den Krankheitsgesichtspunkten zusätzlich noch dazu kommen. Und hier wird der Versuch unternommen, in diesem Bereich Beiträge zu leisten, über solche Donorkonferenzen etwas zu tun. Und das ist auch Public-Private-Partnership, soweit ich
von Vizepräsident Chinas davon informiert bin, bedeutet dieses auch, dass ich Stiftungen, philanthropische Institutionen, die Gates und Bloombergs dieser Welt und andere auch aus Europa sich daran beteiligen, um auf diese Art und Weise nicht nur aus öffentlichen Mitteln, sondern auch aus privaten Mitteln solche Gelder zusammenzubekommen, damit man hiermit etwas tun kann und dies dann vielleicht auch in Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank und solchen Einrichtungen. Wir bleiben mal bei dem internationalen Ansatz. Hier gibt es eine Frage von Jeremias Kettner. Mit welchen externen oder internationalen Akteuren kann und muss die EU in Bezug auf Covid-19 zusammenarbeiten? Das passt zur vorherigen Frage. Ja, das ist einfach, das ist sicherlich die Frage mit der Weltgesundheitsorganisation. Das ist aber auch mit denjenigen, die die Industrie zusammenbringt, wenn es um die Frage der Lizenzierung geht. Das bedeutet, dass beispielsweise die Genehmigungsbehörden für Arzneimittel in verschiedenen Bereichen kooperieren müssen, damit nicht hier an alten Regeln etwas scheitert. Das muss ja alles etwas schneller gehen, als man das allgemein mit den Genehmigungen macht. Bei HIV hat man 10 Jahre gebraucht, bis die entsprechenden Medikamente so zu anständigen Preisen für Afrika zur Verfügung stehen. Das kann man dieses Jahr nicht machen, daraus sollte man gelernt haben. Deswegen muss es solche Kooperationen geben, die dieses alles beschleunigen. Vielen Dank. Können wir jetzt mal die Ergebnisse der Fragen kurz einspielen, dann können wir die Ihnen vorstellen. Hier haben wir ein sehr gemischtes Bild. Immerhin eine klare Mehrheit, 46%, sieht die größte Gefahr in den Unstimmigkeiten oder die Frage Eurobonds oder finanzielle Gemeinschaftsleistung. 16% die Problematik der Rechtsstaatlichkeit in einigen osteuropäischen Ländern. Fortdauernder Dissens zwischen Deutschland und Frankreich mit 24% auch an zweiter Stelle. Negativauswirkungen nach einem harten Brexit nur 14%. Das trifft in etwa das, was du vorhin immer gesagt hast, das ist schon halb abgehakt. Die nächste Frage von Detlef Schwarting geht in die Richtung Kommentare. Ich darf das kurz zusammenfassen. Es liegt auch daran, dass die europäische Politik so wenig attraktiv vielen erscheint, dass zu wenig erklärt wird. Das gibt den Populisten Raum. Die Frage ist, müssen wir hier mehr um die Leute werben? Müssen wir hier mehr erklären? Es geht eben nicht nur um Geld, sondern es geht, wie du das vorhin gesagt hast, um die Seele und die Werte. Das ist so. Und wenn die Kommission, zu Recht oder zu Unrecht, verhält sich immer so, dass wenn die Mitgliedstaaten bestimmte Dinge nicht tun oder der EU etwas vorwerfen, dass sie sich nicht wehrt, weil die Mitgliedstaaten Master of the Game sind. Und das ist ein großer Fehler. Jede nationale Regierung erklärt, sie sind die Größten und die anderen sind die Bösen, wenn ich das überspitzt sagen darf. Und hier muss das anders werden. Hier muss auch wieder gemeinsam über die Vorteile geredet werden. Nicht von Brüssel aus, sondern von Rom und Berlin und Paris aus über die Vorteile der Europäischen Union geredet werden. Das ist der einzige Weg, dass die Bürger das dann in dem jeweiligen Nationalstaat auch einsehen, für welchen Zweck der Fall ist. Wenn man beispielsweise erklärt, dass es in Deutschland erklärt, dass dieses auch in unserem Sinne ist, dass wir wirtschaftlich wieder hochkommen, aus der Krise herauskommen und dass es nicht ein Geschenk an die Italiener ist, dann scheint mir es eher zu erklären zu sein, dass man das hinbekommt. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass bei der Bevölkerung sogar mehr Offenheit da ist, wenn man das erklärt, aber dass es dann die ideologischen und religiösen Kämpfe gibt, die immer mit dem Altprodukt Eurobond sich beschäftigen und wir denn zu richtigen Lösungen in dieser Frage nicht kommen und nicht zu den richtigen Kompromissen. Ich glaube, hier muss auch sehr viel mehr Bereitschaft sein, mit der eigenen Bevölkerung wieder einen positiven europapolitischen Kurs zu fahren. Ein Debattenbeitrag des ungarischen Botschafters Peter Jörkos. You're on. Bitte freischalten, Peter. Lalalala. Es geht. Hört ihr mich? Ja, wunderbar, Peter. Super. So, vielen Dank. Erstens, ich bin sehr froh, dass Elmar in so gutem, gesundlichen Zustand ist. Und das wünsche ich auch in den nächsten Monaten und Jahren. Nur in dieser ersten Umfrage, ich habe eine fünfte Frage vermisst.
nämlich schädliche Präjudizierung, weil diese Fragestellung kann ich einfach nicht einordnen. Ich möchte nur zwei Dinge zitieren. Erstens, die zuständige Vizepräsidentin der Kommission hat vor kurzem festgestellt und öffentlich gesagt, die bisherigen ungarischen Maßnahmen stößen gegen keine europäische Rechtsgrundlage. Das würde übrigens nicht zitiert. Zweitens, diese Auslöffelung von EU-Geldern. Sogar der Timmermans hat es zugegeben, dass die Corona Response Investment Initiative überhaupt kein frisches Geld für Ungarn bedeutet. Das heißt, faktenignorante Präjudizierung ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Faktor in der möglichen Spaltung Europas. Danke. Lieber Elmar. Lieber Peter. Geschickt wie immer deine Fragen. Die Maßnahmen mögen korrekt sein, aber das Umfeld, was die Rolle des Parlaments angeht, kann hinterfragt werden. Und mein Hauptpunkt ist es, die Innovation, dass Journalisten sich nicht frei fühlen können. Wenn gesagt wird, wenn man da kritisiert, könnte das ausgelegt werden, als würde man die Bekämpfung des Virus behindern. Und ich glaube, in Deutschland schadet es nicht, dass die Medien kreuz und quer alle Positionen auch in harter Kritik an der Regierung äußern können. Damit werden die Bedingungen für die Bekämpfung des Virus nicht geschwächt. Und ich glaube, diese Frage des Ansatzes der Meinungsfreiheit und des völligen Ausschließens des Parlaments scheint mir ein besonderes Problem zu sein. Aber insgesamt eigentlich die Frage der Medienfreiheit, der Freiheit der Kritik auch an Maßnahmen der Regierung muss auch in einer solchen Krise möglich sein. Vielen Dank. Ich bin sicher, zwischen Ihnen beiden gibt es sicherlich noch Gesprächsbedarf und noch Möglichkeiten, euch weiter auseinander seit Jahren über den künftigen Weg Ungarns und den künftigen Weg der EU. Peter Helm hat eine Frage gestellt. Wie können wir sicherstellen, dass die deutschen bzw. europäischen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen nicht in der jetzigen Liquiditätskrise billig von den USA oder China aufgekauft werden? Hier geht es also um die strategische Bedeutung von Produkten. Ich glaube, Michel hat in seinem Papier ja auch schon darauf hingewiesen, dass solche Dinge künftig sehr viel schärfer beobachtet werden müssen. Elmar, willst du dazu auch kurz Stellung nehmen? Ja, das ist sicherlich richtig. Und dazu gehören einmal die Abwehrmaßnahmen, die man jetzt beschlossen hat, national, und etwa diese 500 Milliarden plus die 750 Milliarden der Europäischen Zentralbank. Aber dazu gehört dieser European Recovery Fund, der im größten Umfang da sein. Wir müssen ja sehen, wenn in europäischen Ländern wichtige Unternehmen in Schwierigkeiten kommen, darf das nicht ein Angebot sein, dass Chinesen und andere sie aufkaufen. Und deswegen ist das Fitmachen der eigenen Wirtschaft in gemeinsamem Interesse, und zwar grenzüberschreitend im Rahmen des europäischen Binnenmarktes. Wir werden als Europäer im Rahmen des europäischen Binnenmarktes in der Lage sein, uns hier zu wehren oder nicht. Nicht getrennt national. Und diese weitergehenden Gesichtspunkte, dass man das also über die nationalen Grenzen betrachten muss und darauf Antworten finden muss, möglicherweise auch rechtliche Antworten, damit bestimmte Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet sind, sollte man deutlich in den Vordergrund stellen. Stichwort China. Viele sehen China als eine Macht, die zwar sehr ausgreifend ist, aber in der Corona-Krise sich sehr bedeckt gehalten hat, auch möglicherweise viele Dinge noch versucht hat, unter den Teppich zu kehren. Amerika hat uns irritiert durch seine, am Anfang jedenfalls durch den Präsidenten, das Herunterspielen der Krise. Hat Europa im Vergleich mit diesen richtig geantwortet, und ist das eventuell auch ein Pfund, mit dem man gegenüber dritten Ländern wuchern kann? Hier entsteht mehr Vertrauen, hier wird pragmatischer und auch politisch besser reagiert. Ist das ein positiver Punkt für Europa? Glaube ich ja. Und vieles haben wir besser gemacht, aber in Mitgliedstaaten unterschiedlich. Und ich glaube, hier müssen wir sehen, dass die Standards, die medizinischen Standards, die Vorsorgestandards in den Mitgliedstaaten ähnlich werden müssen, um hier besser vorbereitet zu sein. Wenn man sieht, dass beispielsweise in Deutschland, glaube ich, auf 100.000 Einwohner 27 Intensivbetten kommen und in Ländern wie Großbritannien oder Italien 7 oder 5 und solche Zahlen da sind, dann zeigt sich, dass wir gemeinsame europäische Anstrengungen machen müssen, dass die Länder alle für sich in der Lage sind, sich hier besser vorzubereiten und darauf Antworten zu finden.
Ich glaube, es ist auch wichtig, das Problem haben wir ja in Deutschland auch mit den Bundesländern. Wie kann man in einem föderalen System, Deutschland ist ein föderales System und auch die Europäische Union ist eine Art föderales System, wie kann man bei aller Unterschiedlichkeit, bei allem Wettkampf, auch in solchen Fragen, gemeinsame Linien feststellen, dass der Bürger sieht, dass aus diesen gemeinsamen Linien auch ein gemeinsamer Versuch des Schutzes des Bürgers entsteht. Peter Jörkes, der ungarische Botschafter, hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Ich will das einfach nur zitieren, weil mir das die Möglichkeit gibt, noch eine Frage dann gleich daran anzuschließen. Lieber Elmar, das ungarische Parlament hat seit dem Beginn oder der Krise mehr Sitzungstage gehabt als Bundestag und EP zusammen. Und das bleibt auch in den nächsten Wochen so. Elmar, es gibt durchaus Kritik, die sagen, die Rolle des Europäischen Parlaments ist in dieser Krise sozusagen heruntergespielt worden und möglicherweise fühlen Sie sich da auch etwas ausgegrenzt und ausgeschlossen. Ist das ein Problem, dass solche Krisen die Exekutive extrem, sagen wir mal, bevorteilen? Natürlich muss es sein. Schnelles Handeln bedeutet Exekutive. Aber es muss immer hinterfragt werden können. Wir haben es hier erstmal mit der Gesundheit, mit einem nationalen Thema zu tun, in Deutschland teilweise Länderthema zu tun haben. Da muss das besonders ablaufen. Aber ich glaube, dass die Debatten im Europäischen Parlament, wie etwa die am letzten Donnerstag, auch dazu geführt haben, dass hier ein Stückchen Klarheit und Offenheit durch die Darstellung der beiden Präsidenten Michel und von der Leyen zum Ausdruck gekommen ist. Aber dies ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Thema, das Bereiche betrifft, die nicht europäische Kompetenz sind. Dazu gehört aber auch der Punkt, wenn Europa dann nicht die Kompetenz hat, die EU nicht die Kompetenz hat in bestimmten Fragen, muss das auch deutlich gemacht werden. Mich regt es immer auf, wenn Nationalstaaten Europa die Kompetenz in bestimmten Fragen verweigern und anschließend Europa beschimpfen, dass sie, wenn ein Problem auftaucht in diesen Fragen, es nicht gelöst haben. Dann würde ich die Frage gerne verlesen von Viktoria Palm. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Konferenz zur Zukunft Europas? Diese Konferenz ist jetzt erstmal völlig in den Hintergrund getreten. Aber ich hoffe, dass es im Herbst dazu führt, dass es dies auch ein Weckruf gewesen ist, dass man sich auch nüchtern darüber unterhalten muss, wo wir vielleicht stärkere europäische Kompetenzen haben müssen im koordinierenden Bereich, damit in Fall solchen Pandemien oder auch anderer, etwa ökonomischer Krisen, wir schneller gemeinsam handlungsfähig sind. Das ist jedes Mal der Versuch, wie bei der Finanzkrise, bei der Flüchtlingskrise, in den Bereichen, wo es begrenzte oder gar keine europäischen Zuständigkeiten gab, dass man erst mühsam mitten in der Krise nach Wegen suchen muss. Und ich glaube, dass man hier bessere Voraussetzungen schaffen muss, damit man für den Fall von Pandemien, Katastrophen und so weiter schneller in der Lage ist, im Sinne des Bürgers gemeinsam zu reagieren. Klaus ist wieder bei uns. Lieber Klaus, deine Frage, wir schalten das Mikrofon frei. Da sehe ich aber, das Mikrofon ist nicht freigeschaltet. Hat er möglicherweise selbst das Mikrofon? Klaus? Hören? Könnt ihr mich hören? Jetzt ja. Ja, also ich hatte die Hand wieder runtergenommen, weil meine Frage eigentlich teilweise angesprochen war. Aber dann sage ich es trotzdem. Erstens, Herr Brok, ganz herzlichen Dank für die überzeugende Erläuterung, warum wir alle in einem Boot sitzen. Zweitens, Rüdiger sprach ja von der Stunde der Exekutive. Und ich hatte auch die Frage, ob Sie nicht finden, dass nicht nur alleine im Europäischen Parlament, sondern auch national bei uns im Bundestag das Parlament eine größere Rolle spielen müsste, wenn es gerade um die Einschränkung so vieler Grundrechte geht. Vielen Dank. Elmar. Die Fraktionen sind daran beteiligt, zumindest die Regierungskoalition. Aber wir müssen ja sehen, auch in dieser Frage der Einschränkung sind ja oftmals die Bundesländer zuständig. Da ist ja nicht mal der Bund zuständig bei uns. Die Bundeskanzler führt die Riege dieser 16 Ministerpräsidenten in hervorragender Art und Weise. Aber sie kann immer nur Empfehlungen aussprechen. Ob da ein Laden geöffnet werden kann, über oder unter 100, 800 Quadratmeter, ist die individuelle Entscheidung von Bundesländern bei uns. Und das macht es nicht leicht. Und wenn man diese Kompetenzverteilung sieht, bin ich der Auffassung, dass es eine relativ breite Beteiligung gewesen ist. Aber wenn man jetzt in diesen 14-Tagen-Schnitten
da jedes Mal diese einzelnen Punkte entscheiden lassen würde in einer Parlamentsentscheidung, dann würde das uns an die Handlungsunfähigkeit bringen. Aber es muss natürlich auch klar sein, es muss von Parlamenten ausgesandt werden, wie weit etwas geht. Es muss kritisch debattiert werden, wie man das heute im Bundestag gemacht hat. Aber es muss den Regierungen völlig klar sein, dass sie, wenn die Krise vorbei ist, Bericht erstatten müssen, wie was gemacht ist. Denn die Fehler sind dann nicht vergessen, wenn man sie jetzt auch nicht so artikuliert im gemeinsamen Kampf gegen die Krise. Eine letzte Frage von Detlef Schwarting. Brauchen wir eine europäische Gesundheitsorganisation mit Durchgriff, sodass wir bei künftigen Krisen schneller und effektiver reagieren können? Es gibt ja so einen Ausschuss, der dieses machen könnte oder koordinieren könnte. Der ist aber am Anfang nicht befasst gewesen. Und das ist ja auch so gewesen, dass leider Gottes jeder Mitgliedstaat für sich es allein gemacht hat, was ja etwa in Deutschland zu der Fehlentscheidung getroffen hat, nachdem in Bergamo die Menschen strafen, hat man erstmal in Deutschland die Ausführung von Schutzausrüstung verhindert, was dann Gott sei Dank durch Eingriff der Kommission in Ordnung gebracht worden ist. Und jetzt ist es durch deutsche Maßnahmen vielfach in Ordnung gebracht worden. Aber das meine ich mit dem Vorschlag, vorbereitend zu sein, dass im Augenblick X ein Mechanismus in Gang gesetzt werden kann, wo wir bessere Koordinierung auf europäischer Ebene haben. Und das muss insbesondere bei Pandemien gelten. Wir haben übrigens jetzt auch den Vorschlag gemacht, im Rahmen des Internationalen Währungsfonds, der ja eine Menge Möglichkeiten hat, über den Artikel 4 bei vielen Krisen, die auftauchen, von Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen, dass man hier auch hinzufügt Pandemien als eine solche mögliche Krise, wenn sie auftaucht, um auf die Art und Weise europäisch und global Mechanismen zu haben, hier schneller tätig werden zu können. Vielen Dank für diese vielen inhaltlichen und hilfreichen Erläuterungen und Einblicke in sozusagen das Innenleben auch der EU und die Entscheidungsprozesse. Wir haben zum Abschied noch eine Frage kurz vorbereitet. Wir wollen einfach wissen, wie Sie sich nach dieser Diskussion informiert fühlen und vielleicht auch Ihre Meinung sich verändert hat. Ich darf ganz kurz um die Einspielung der Frage bitten. Wie hat diese Innenansicht auf die EU von Elmar Brok Ihr Meinungsbild beeinflusst? Ich bin optimistisch und bestärkt in der Annahme, dass die EU es schaffen wird, wieder zusammenzufinden. Oder ich bin pessimistisch und befürchte ein weiteres Auseinanderdriften beziehungsweise der Zerfall der EU durch die Zunahme von Krisen. Ich gebe jetzt keinerlei Hinweise, aber es wäre schön, wenn Sie alle den ersten Kreis anklicken könnten. Vielen Dank. Wir werden gleich nochmal sehen, was das für ein Meinungsbild ergeben hat. Lieber Elmar, Europa bleibt schwierig, Europa ist komplex immer gewesen, aber wir stehen jetzt, du hast es selbst erwähnt, vor einer Krise, die unterschiedslos alle gleich trifft, oben und unten, reich, arm, Ost, West, Nord, Süd. Und wenn wir nicht zusammenfinden, wird das die Krise eher verschärfen als verbessern oder lösen helfen. Insofern, glaube ich, sind wir alle gut beraten, wenn wir hoffen, dass dieses Gipfeltreffen heute auch zu einem positiven Ergebnis führt. Aber wir als zwei, die an vielen Gipfeln selbst teil oder am Rande teilgenommen haben, wissen, das kann natürlich auch bis in die Nacht heute gehen. Und dann wird sich zeigen, wer das längste Sitzfleisch und die besten Argumente hat. Darf ich jetzt mal aufrufen, haben wir die Umfrage schon? Oi. 87% sind optimistisch, 13% pessimistisch. Ich finde, lieber immer, wir wollen das nicht ausschließlich auf dich zurückführen. Aber wenn das der General Mood ist, ich glaube, dann können wir alle etwas besser und optimistischer in die Zukunft schauen. Jetzt bleibt es an mir, erstens mich zu bedanken bei Elmar Brok, sehr herzlich, der uns von Bielefeld, man sieht es im Hintergrund, das westfälische Interieur mit den Balken, das hat er extra für uns heute ins Bild gerückt, damit wir ein bisschen auch die deutsche Provinz kennenlernen. Herzlichen Dank an dich, herzlichen Dank an alle, die dabei waren, die mitgemacht haben. Bleiben Sie uns verbunden, bleiben Sie bei Espen und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank. Alles Gute. Und danke wie immer an die Regie und die Technik, die uns geholfen hat, das relativ problemlos heute wieder über die Bühne zu bringen. Super gemacht. Danke, alles Gute.